Hallo und herzlich willkommen in der Welt von Gunikon. Wir spielen weiter mit XCOM 2 und wir haben noch einiges vor hier. Wir haben drei Gegner, die uns den Weg zu unserer Evakuierungszone hier oben verdecken. Ein Torwächter, die Kugel hier mit 6 Rüstung. Da müssen wir unbedingt dann die EMP-Bombe reindonnern, um diese Rüstung wegzuballern. Wir haben zwei Arkon, die wir noch nicht getroffen haben. Was wir aber jetzt noch tun, ist hier das Imitationsgerät aktivieren. Und wo schießen wir das hin? Wo ist, haben wir irgendwo volle Deckung? Hier unten, aber dann ballert er ja quasi die eigene Deckung weg. Wo schießen wir das Imitationsgerät hin? Hier unten irgendwo wäre natürlich auch geil. Hier beispielsweise in volle Deckung irgendwo oder halbe Deckung halt nur. Wenn wir hier in volle Deckung schießen... Ich möchte das irgendwo hier unten eigentlich haben. Das wäre halt am liebsten. Hier hätten wir halbe Deckung. Wir kriegen es halt nirgends gebacken mit voller Deckung. Das ist ein bisschen dämlich jetzt. Hier hinten hätten wir volle Deckung, glaube ich. Die drei werden halt jetzt auf dieses Imitationsgerät losgehen dann. Wir schießen das mal hier unten rein. Das heißt... Ich glaube nicht, dass alle drei da drauf ballern. Ich glaube, das Imitationsgerät wird früher schon fertig sein. Aber okay, die Kugel bewegt sich mal hier rüber und schießt jetzt schon das Imitationsgerät. Boah, 11 Schaden reingedonnert und die Imitation ist bereits erledigt, würde ich sagen. Oh nein, der eine Arkon, der kommt da auch noch. Kritisch getroffen, jetzt ist die Imitation halt weg. Aber die stehen jetzt beide perfekt beieinander. Das ist nicht schlecht. Oh, jetzt geht's aber los. Jetzt kommt der Rayman. Und der Klingensturm von Rayman. 9 Schaden reingedonnert. Und der wird auch brennen, wenn er ihn angreift. Jawohl, der brennt schon. Sehr, sehr geil. Ist jetzt auch im Kampfrausch. Oh, oh. Und jetzt Achtung. Und der ging daneben. Der ging daneben, weil Rayman gekillt hat in der letzten Runde. Sehr, sehr geil. Wir haben wohl ein paar Freunde gerufen. Oh, und die hohen Verstärkungen. Und das ist jetzt ganz, ganz schlecht. Da, ganz, ganz schlecht. 1-5, wir haben einen feindlichen Transporter geortet, der auf dem Weg zu ihrer Position ist. Okay, jetzt mal schauen. Würde ich hier... Ich muss die Kerle irgendwie erledigen, weil ich kann die jetzt nicht weg hier. Ich könnte natürlich versuchen zu evakuieren, aber... Leute, hier oben kommt noch Nachschub dann. Jetzt wird es richtig spannend hier. Okay, hier hätten wir die EMP. Die schmeißen wir jetzt mal echt hier hinten. Da wird der Rainman wird sowieso verschont. Das heißt, wir kriegen die eigentlich... Können die hier reinballern, weil Menschen, die werden ver... Was denn? Ich dachte, das trifft den Rainman nicht. Die EMP-Bombe ist doch für menschliche... Beschädigt und desorientiert mechanische Einheiten im Zielbereich. Also, dann wird der Rainman nicht getroffen. Das heißt, wir ballern die hier mal rein, bestätigen. Na komm schon. Das wird dem Rainman nichts antun. Jawohl, Rainman ist immun. Oh, und die Kugel. Ah, die Rüstung bleibt aber bestehen. Oh, schade. Ich dachte, die Rüstung werde auch zerfetzt. Okay, hier oben haben wir einen Panic. Hier haben wir. Der Rainman, wenn er jetzt hier... Was ist schon wieder? Essenzmann vernichtet Kettennahkampfangriff, dessen erster Nahkampfangriff nicht verfehlen kann. Für jeden Nahkampfkill im Essenzmann-Modus erhältst du eine zusätzliche Aktion. Ja, dann nehmen wir aber sowas vom Essenzmann. Bam! Der eine Arkon gelegt. Ich mach wieder einen Strich. Der wäre bei 7. Warum hat er jetzt aber keine Aktion erhalten? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich dann halt eben nicht. Okay, weiter geht's. Der Killian Berkey hat hier eine Säuregranate. Und die nutzen wir jetzt natürlich hier unten. Oh, Entschuldigung. Die nutzen wir jetzt hier unten aber sowas von, damit wir hier diese Kugel mit der Säuregranate treffen. Das wird die Rüstung sowas von verringern. Oh, Killian Berkey mit einem super Einsatz bisher, ganz ehrlich. Der macht da richtig dicke Wasser. Ja, ja, und der Säurebrand fräst noch so richtig die Rüstung weg. 4 Rüstung zerstört. Der Arkon macht hier ein bisschen Probleme, aber das ist nicht so schlimm.
92 auf den Archon. Die Kugel, die kriegen wir nicht weg. Da müssen wir erstmal noch die Sniper in Action bringen. Der muss nachladen. Der Daniel muss erst nachladen. Okay. Kann er jetzt noch schießen? Auf geht's. Er kann leider nicht mehr schießen und das ist jetzt ein bisschen blöd. Okay. Und der Rocky hat dann nur 66 oder 78? 66% auf die Kugel, 78% auf den Archon. Wir kriegen halt die Kugel nicht weg. Komm, wir nehmen mal den Archon. 4 Schaden, wieder nur gestreift, Leute. Was ist denn nur mit dem Rocky los? Der trifft halt echt auf Distanz nicht mehr so gut. Nur angekratzt, ja, ja. Einen müssen wir schon erledigen können. Also die Kugel, die können wir nicht erledigen. Der Archon auch nicht. Oh Mann, Leute. Dann nehme ich aber nochmals eine Granate. Was denn? Ich krieg doch beide rein. Jawohl, hier mit der Granate kriege ich beide rein. Hier die Deckung möchte ich eigentlich nicht noch wegnehmen, denn der Rainman, der steht halt jetzt einfach völlig frei da. Und ich bin halt auch gespannt, was da noch an Unterstützung kommt. Okay, die Rüstung von der Kugel ist damit mal Geschichte. Hier gehen wir noch auf Feuerschutz und jetzt hoffen wir einfach mal ab, dass da nicht von der Kugel her noch so einiges kommt. Aber ich böse beim Rayman halt, ich böse? Ich ahne Böses. Ich böse nicht ahne, ich ahne Böses. Oh, und da kommen nochmal richtig, richtig starke Einheiten. Die werden aber in dieser Runde noch nicht schießen können. Da kommt der Säurebrand, das reicht aber nicht, um sie zu killen. Das wäre halt jetzt richtig geil gewesen. Jetzt bin ich gespannt, was die machen. Erstmal bewegen sich die drei. Die können aber noch nicht schießen. Die können erst in der nächsten Runde schießen. Das reicht aber auch aus. Da wird noch einiges kommen, Leute. Und der Archon, der brennt. Und der Klingensturm, komm schon. Oh, der ging daneben. Der Klingensturm geht daneben, Leute. Mann, das wäre halt jetzt richtig geil gewesen. Oh, und der Rayman. Oh, der ging daneben, weil er gekillt hat. Jawohl. Jetzt kommt aber noch die Kugel. Zum Glück gehen die... Was, die Kugel macht nichts? Die Kugel macht nichts. Okay. Zum Glück ging der halt auf den Rayman los. Okay, jetzt müssen wir echt... Wir müssen echt schauen, dass wir hier da oben noch die Leute wegbringen, Leute. Da kommen richtig harte Gegner noch auf uns zu. Vor allen Dingen natürlich der Kerl wieder. Der wird da alles noch hochbuffen dann. Ja, das müssen wir jetzt echt... Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Hier haben wir 80 auf die Kugel. 71, 65 da hinten. Wir haben jetzt natürlich einiges an... an Rüstung und Granaten und so weiter verballert. Der Rayman erlegt hier mal den Archon. Jawohl. Das wird doch jetzt noch eine Aktion geben. Warum? Ich muss das irgendwann mal nochmal genauer nachlesen, was das wirklich bringt. Was haben wir hier? Wir könnten hier in volle Deckung. Oh, der kommt da oben, der kommt, der wird da kommen. Das ist ganz, ganz schlecht. Das hier drüben ist ganz, ganz schlecht. 66%. 65, 43, 66. Und wir müssen die Kugel auch noch erledigen. Mal schauen. Was haben wir hier? 50, 47. Das ist alles sehr, sehr wenig, Leute. Das ist alles sehr, sehr wenig. Und wir müssen unsere Leute irgendwie jetzt in Deckung bringen. Also wir könnten mit Panic könnten wir hier in volle Deckung gehen und den einen da mal wegballern. Die Kugel meine ich mal weg. Die Kugel muss mal weg. Die werden uns doch dann eine Granate hindonnern. Oh, Leute. Was kann ich denn hier drin? Habe ich hier drin noch irgendwie Deckung oder so? Hier so halbe Deckung halt nur.
Hier könnte ich in die volle Deckung reingehen. Und noch schießen. Also hier volle Deckung und die Granate. Ah, was sag ich? Die Granate und die Kugel wegdonnern. Komm schon. 71%. Hätte er halt, nur 66 auf die Kugel. Ja, komm. Die Kugel muss weg jetzt. 7 gestreift, aber die Kugel ist erledigt. Okay. Panic erledigt mal wieder die Kugel. Das mit den Strichen kann ich eigentlich vergessen, denn das wären eigentlich unsere 8 Gegner gewesen. Oder 9, besser gesagt. Die 9 Gegner. Aber wir haben natürlich jetzt die Verstärkung, die hier gekommen ist. Wie machen wir das mit dem Scheißkerl hier oben? Der muss echt, den müssen wir echt erledigen. Ich könnte halt hier irgendwo hier in volle Deckung gehen und eine Granate rüberschmeißen. Aber dann ist er flankiert. Hier haben wir auch keine Granate mehr. Okay. Ja gut, dann gibt es nur eines. Dann gehen wir hier in volle Deckung zurück. 46%. Das hat nicht allzu viel. Wir versuchen es hier mit den Snipern. Komm, 66%. Treffer von Rocky, das wäre jetzt geil. Und ein Volltreffer von Rocky. Kritisch getroffen und getötet. Leute, so darf es weitergehen. So darf es weitergehen, Rocky. Und sofort, tot von oben, sofort nachladen. Das hat nicht mal eine Aktion gekostet in dem Sinne. Sehr, sehr geil. Jawohl, Leute. Jawohl. Und wir gehen weiter in der Action hier. Wir bewegen uns hier etwas nach vorne. Killian Berkey, immer noch in halber Deckung. Hat hier einen flankiert, 82%. Ja, komm, hol ihn dir. Killian Berkey wieder mit einem Kill. Mann, was ist das für eine Runde von Killian Berkey. Leute, er wurde direkt auch mal noch befördert. So darf das sein. Genau so muss das sein, Leute. Nur noch ein Feind jetzt. Aber da gehen wir echt, da gehen wir auf Feuerschutz. Bitte Feuerschutz. Dem Rocky und der Pistole gehen wir ebenfalls auf Feuerschutz. Und hier gehen wir mit dem Daniel auch auf Feuerschutz. Und jetzt bin ich gespannt, was er macht. Er bewegt sich. Erster Schuss, ein Treffer von Zocklock. Zwar nur gestreift, aber 7 Schaden reingeballert. Und er wird jetzt... Er geht auf Feuerschutz, Leute. Er geht auf Feuerschutz. Das heißt, nicht mehr bewegen, aber der Daniel kann ihn doch sicherlich noch sehen jetzt. Der Daniel hat ihn mit 57 im Visier. Und das probieren wir. Komm schon, Daniel. Auch noch ein Kill jetzt. Oh, kritisch getroffen. Feuerschutz entfernt. 13 Schaden, Leute. Gegner vernichtet. Und Beförderung verdient. Jawohl, Leute. Jawohl. So soll das sein. So soll das sein. Und wir können uns hier Richtung Evakuierungszone bewegen. Und in der nächsten Runde alle mal lockerlässig evakuieren. Leute, das war geil jetzt. Bin schon dabei. Das war jetzt richtig geil. Das hat richtig gut funktioniert. Richtig tolle Action hier von der XCOM-Einheit wieder. Wir haben noch 5 Runden. Das hätte ich beinahe vergessen, dass wir ja hier nur begrenzte Runden haben, um unsere Soldaten wieder nach Hause zu bringen. Also noch 5 Runden Zeit, hier alle zu evakuieren. Und das machen wir auch. Das wird klappen. Hier, Killian Berkey. Für mich, Mann dieser Runde, Leute. Mann dieses Einsatzes. Er ist noch nicht so ein erfahrener Kämpfer hier für die XCOM, aber der hat ja schon ordentlich Schaden verteilt hier. Bereits 2 oder waren es 3 Kills, ich bin nicht mehr ganz sicher. Leute, Leute, Leute. Das war richtig geil. Und jetzt geht's halt ab. Wir evakuieren unsere Leute. So schnell wir können. Ab nach Hause, Panic. Rain Man ebenfalls ab nach Hause. War wieder voll vorne an der Front mit dabei. Mit seinem Klingenmeister ordentlich Schaden reingeschniffelt. Das war schon gut. Das war schon richtig gut. Zocklock ab nach Hause. Ist sowas von verdient hier. Aber sowas von gehen. Das war ein richtig, richtig erfolgreicher Einsatz, wenn das alles noch so funktioniert, wie ich das will. Wir müssen hier jetzt natürlich die Sniper noch nach Hause kriegen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen Risiko, dass ich da alles schon nach Hause gebracht habe. Deshalb lasse ich Killian auch mal hier noch stehen.
Weil wenn jetzt da irgendwo wo noch ein Nachschub kommt und nur noch meine beiden Sniper dastehen. Ja. Das war jetzt nicht so clever vom Unicorn wieder mal, aber mal sehen. Ich hoffe, dass wir da alle noch heil nach Hause bringen. Und wir haben da schon irgendwelche Alien-Action. Ja. Ist kein Thema. In der nächsten Runde sind wir weg. Hier bleiben wir wieder auf Vollschutz, falls irgendetwas kommt. Und hier müssen wir so weit wie möglich gehen. Okay, hier wird es richtig knapp mit dem der Daniel. Das wird richtig eng wieder. Aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Hier gehen wir ebenfalls auf Vollschutz. Bin dabei. Oh ja, ja, das bringen wir hin. In der nächsten Runde geht's ab nach Hause für die drei. Puh, das war aber noch knapp hier mit dem Daniel, ganz ehrlich. Und jetzt geht's ab nach Hause für Papa Rocky. Und tschüss. Ich bin weg. Hier, Man der Einsatz. Man of the Mission, Killian Berkey. Das ist sowas von sicher. Ab nach Hause. Und auch für der Daniel wieder mit Kills und Beförderung. Also, da dürfen wir schon auch nicht klagen. Super Einsatz auch vom Daniel. Und damit sind unsere Soldaten sauber rausgekommen und wieder heil zu Hause. Wieder ein ausgezeichnet, makellos sogar, keine Verletzten, makelloser Einsatz. Leute, das macht Spaß. Das macht echt einen Riesenspaß hier. Die XCOM ist also echt wirklich gut gerüstet und hat sowas von Action gebracht jetzt. Ich hoffe nicht, dass es jetzt hier stehen bleibt, weil wir einen Blackscreen haben. Nein, nein. Und hier sage ich euch doch, wirklich toller Einsatz, Trefferquote 100%. Durchschnittsschaden pro Angriff 7,11. Leute! Die meisten Angriffe hat Zocklock geführt. Größte Verursacher Schaden, Eagle Eye, Papa Rocky. Nicht zu vergessen die Serie-Kills. Am Anfang gleich drei Gegner mal kurz über den Haufen geschossen. Lupenreiner Hattrick für Rocky. Das war wieder ein sehr, sehr guter Einsatz von Rocky. Er hat da in letzter Zeit ein bisschen geschwächelt, aber hier zeigt er halt, wenn es drauf ankommt, ist auf Papa Rocky Verlass. Hier haben wir der Daniel, hier hinten Killian Berkey. Mann, Leute, ist der abgegangen. Boah, das hat richtig Spaß gemacht wieder. So kann es also weitergehen, Leute. Ich bin gespannt auf die Beförderung. Und das ist jetzt halt wichtig, dass wir hier die Leute, die später dazu gekommen sind, wie ein Killian Berkey, der noch nicht so lange bei der XCOM dabei ist, oder auch der Daniel, dass wir die so schnell wie möglich jetzt hochleveln. Dass wir auch da wieder sehr, sehr kampffähige Soldaten hinkriegen, die optimal mit den Waffen eine optimale Symbiose bilden und so halt richtig, richtig reindonnern können. Ausgezeichneter Einsatz. Vielen Dank, Teigen, vielen Dank. Als erstes befördern wir... und der Daniel hat verborgene Fähigkeiten entdeckt. Schnellfeuer. Feuer zweimal nacheinander auf einen Gegner. Jeder Schuss unterliegt einem Ziel... Sicherheitsabzug von minus 15. Okay, für den Sniper jetzt nicht so toll, aber eine Gratis-Fähigkeit dazu können wir mal so nehmen. Der Daniel ist ja als Pistolero. Bis an ihn. Konfrontation. Feuer mit deiner Pistole auf jeden sichtbaren Feind einen Schuss. Auf jeden Fall. Der Daniel richtig als Pistolero in Position gegangen. Was haben wir hier beim Killian Berkey. Wir haben schwere Geschütze. Die Granaten in deinem Granatenplatz erhält eine zusätzliche Verwendung. Oh, das ist halt schon geil. Oder das Holo-Ziel. Jeder gezielte Kanonenschuss, ob Treffer oder nicht, markiert das Ziel und erhöht so die Zielsicherheit deines Trupps gegen dieses Ziel um 15. Die Zielsicherheit haben wir eigentlich überall schon ziemlich hoch, deshalb nehme ich eine weitere Granate mit. Leute, so kann es weitergehen. Oh, und wir haben noch einen fortschrittlichen Automatiklader, ja. Die ersten zweimal nachladen kosten keine Aktion und fortschrittliche Geschwindigkeit, Mobilität plus 2. Und das ist halt für unsere Ranger sehr, sehr geil. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Ihre Bemühungen stärken die Widerstandsbewegung auf der ganzen Welt. Okay, das da würde ich auch sagen, sehr, sehr geil gemacht. Und hier sehen wir halt, dass ihr Team Advent VIP, ja, wir hätten sie
Wir hätten sie evakuieren müssen. Aber ich hab da halt mit dem Rain Man, der kann halt mit seiner Klinge, der macht da nicht lang Firlefanz, der macht da nicht Pipapo, der haut da einfach seine Klinge zwischen rein, zwischen die Augen und tot ist er. Ja, da kann ich dann halt auch nicht viel ausrichten. 730 Vorräte, Leute. Was haben wir hier noch? Gegenstände herstellen. Waffen. Alien Psi-Verstärker. Diese Version des Psi-Verstärkers setzt auf Artefakte des mächtigen Torwächter-Aliens, auf das wir gestoßen sind. Er wird unsere erfahrenen Psi-Soldaten auf dasselbe Niveau bringen wie die mächtigsten psionischen Truppen der Aliens. Ja, weiß ich gar nicht unbedingt, ob ich das wirklich benötige. Hier schon eher diese Annäherungsmine, die wäre schon auch mal geil. EMP-Bomben, Gefechtsscanner brauchen wir nicht wirklich. Imitationsgerät. Das Nanomedikit haben wir ja. Nein, also ganz ehrlich, ich möchte da nicht allzu viel verballern hier. Wie schaut's denn hier aus? Können wir noch irgendwas, müssen wir noch irgendetwas bauen? Ich glaube, wir müssten Kontakte wiederherstellen. Bauen an sich müssen wir nicht mehr allzu viel. Übertragung für Sie, Commander. Okay. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Vielen Dank. Das hoffe ich auch. Und das war richtig erfolgreich. Schaut euch das an. Das war wirklich nicht so schlecht. Und wir haben hier Dr. Sylvie Morell und Dr. Estella Alonso zur Verfügung. Die können wir... Das haben wir zur Verfügung oder müssen wir die rekrutieren? Hier 3 Wochen, 7 Wochen, das ist auch okay. Das ist nicht so schlimm. Das decke ich jetzt mal auf. Was haben wir hier? Schönen Satz. Die Aliens verbessern ihre Routine zur Bekämpfung von Bedrohungen und garantieren so 1 Monat lang Verstärkung bei allen Guerilla-Einsätzen. Ach, das möchte ich nicht unbedingt haben. Puh, die Aliens wollen XCOM überrennen und platzieren 1 Monat lang bei jedem Einsatz zusätzliche Chrysaliden. Auf gar keinen Fall brauche ich das, Leute. Okay, hier sind aber die 800 Vorräte und die holen wir natürlich. Die sammeln wir hier mal ein. 6 Tage, ja, nicht jetzt. Die Information, erstmal 3 Tage hier für den ersten Nachschub. Und hier haben wir was bei dem Portal entdeckt. Ich mach's nur ungern. Aber du bist der Einzige, der das tun kann. Du weißt, dass ich es selbst tun würde, wenn ich könnte. Das Tor ist jetzt bereit. Ist das Objekt soweit? Bereit. Ich habe Rover mit den Überresten des Codex-Hirns verdrahtet. Er sollte das gleiche Signal ausstrahlen, mit dem der Codex durch das Tor kam. Sehr gut. Wir können doch jetzt nicht den kleinen Rover da einfach rüberschicken. Wir haben gesehen, wie der Codex einen ähnlichen Riss geöffnet hat. Ihrem Gerät wird nichts passieren. Oh Mann. Mach's gut, kleiner Rover, mach's gut. Ich hoffe, das kommt alles gut bei dir. Oh Mann. Los, wir zeichnen über alle Spektren auf. Denk daran. Rein, mach ein paar schnelle Messungen und dann wieder zurück. Okay. Also rein, raus und fertig. Das wäre das Ziel. Komm schon, kleines Roherchen. Sehen Sie das? Es scheint, als würde unser Signal empfangen. Erhöhe Energie. Sieht nicht wie ein Ort aus, an dem wir schon waren. Oder wie irgendein anderer Ort auf der Erde. Vielleicht ist das die Quelle. Sozusagen der Sitz der Macht der Aliens. Über alle physikalischen Grenzen gesichert. Nur ein Weg, das herauszufinden. Los! Wir zählen auf dich. Komm schon, du kleines Roberchen. Geh rein da und schau nach. Schau nach. Komm schon. Ich hoffe, dass das alles gut geht. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Das ist auf keinen Fall gut, Doktor. Es hat funktioniert. Es gab einen Moment, als das Gerät zwischen den Orten war. Allerdings fragte das Tor dann nach einer zweiten Signatur. Einer organischen Signatur.
Als wir die nicht liefern konnten, generierte es eine Art Resonanzimpuls. Offensichtlich. Oh. Wenn der Kodex die Tür erzeugt, ist diese organische Signatur der Schlüssel. Wir müssen den richtigen Schlüssel finden, bevor wir es nochmal versuchen. Damit das hier nicht mit etwas Organischem passiert. Stimmt. Ich informiere sofort den Commander darüber. Du musst mich nicht mehr informieren. Ich war dabei, Leute. Okay, psionisches Tor, Codename Hieroglyphen. Jetzt habe ich natürlich wieder vergessen zu lesen, aber okay. Große und möglicherweise instabile Teils von Alien-Technologie nur schwer zu meistern waren, wurden sie doch durch die Risiken aufgewogen, die es bedeutet hätte, dieses Gerät an Bord der Avenger betreiben zu wollen. Shen und ich hatten in Anbetracht unserer Befehle für diese Operation zwar Bedenken, aber uns blieb keine andere Option, als die Experimente an diesem Portal so schnell wie möglich zu beginnen. Nach einigen langsamen und kontrollierten Steigerungen der Energiezufuhr, die natürlich entsprechend überwacht wurde, fühlten wir uns sicher genug, das Portal im Ruhezustand aktivieren zu lassen. Zu dem Zeitpunkt führten wir eine Reihe einfacher Tests durch. Wo sind wir? Eine Reihe einfacher Tests waren wir. Oh, komm schon. Einfache Tests durch, um besser zu verstehen, wie die Aliens dieses Gerät zum Transport nutzen. Zuerst fanden wir keine Möglichkeit, das Portal vollständig zu aktivieren. Es schien jegliche Objekte zu ignorieren. Wir hatten den Alien-Kodex und seine Fähigkeiten, Dimensionsrisse für den Einsatz von Truppen zu öffnen, studiert. Also stellten wir die Theorie auf, dass das Portal ein ähnliches Signal nutzt, das in den Kodex integriert ist. Indem wir die Frequenz aus dem Bereich des Kodex spiegelten, konnten wir tatsächlich herausfinden, wie das Portal sich in einen zweiten aktiven Zustand versetzen lässt. Shang zögerte, ihren Gremling für unser Experiment zu verwenden, aber ihr war der Wert eines fernlenkbaren Testsubjekts bewusst und wir konnten keine anderen Einheiten erübrigen. Leider übersahen wir in unseren ursprünglichen Theorien zur Funktionalität des Portals die Möglichkeit, dass es auch an die biologischen Komponenten des Kodex gebunden war. Shanks persönlicher Gremling erlitt während unseres Tests einige geringfügige Schäden, aber dieses Opfer ermöglichte eine... Oh, komm schon, mach vorwärts. Wichtige Erkenntnis in Bezug darauf, wie wir auf dieses Portal zugreifen und seine Quelle finden können. Okay. Alles klar. Was haben wir hier noch für Projekte? Verschlüsselte Codex-Datenträger. Ja gut, starten wir hier direkt mal weiter mit dem nächsten Projekt. 7 Tage. Verbesserung ansehen. Psionisches Tor verbessern. Das haben wir ja schon. Das haben wir nicht. Versorge das geheimnisvolle Alien-Tor mit Energie und verbinde es mit dem Computer der Schattenkammer, um es zu analysieren. Ich glaube, das haben wir schon gemacht. Ja, das haben wir schon gemacht. Ich hoffe zumindest... Doch, das schaut danach aus, dass wir das schon durch haben. Okay, Leute, das nächste Schattenprojekt gemacht. Aktuell keine Gegenstände in der Fertigungsliste, jawohl. Wo sind wir denn hier? Im Testbereich. Mal schauen, ob wir da noch irgendwas testen oder bauen sollen. Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich noch hin und wieder mal einen Geistanzug bauen soll, denn die Ältesten werden doch sicherlich wieder irgendwie hier mit diesem Geist, mit den psionischen Kräften kommen. Mal sehen. Okay, hier eine Energiewaffe. Die haben wir noch nicht gebaut. Experimentelle schwere Waffe können wir auch noch machen. Experimentelle Rüstung haben wir schon. Granaten haben wir schon, haben wir schon. Schädelauswärter brauchen wir nicht mehr. Ein Waranzug, ein Geistanzug haben wir alles schon. Exo-Anzug haben wir auch schon. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Oder soll ich noch? Wisst ihr was? Ich mache nochmal so einen War-Anzug. Damit wir 2 haben, falls wir dann da in einer Haupt-Endmission oder so da noch richtig rein marschieren wollen mit solchen Anzügen. Wir nehmen hier aber wieder die Vorräte noch weiterhin ein.
Was haben wir? Okay. Alle Ressourcen eingesammelt. Zurück zum Hauptquartier, denn ich möchte jetzt noch schauen, ob wir hier diese beiden Doktoren noch rekrutieren können. Willkommen, Commander. Die kosten zwar richtig Vorräte hier. Das sind Ingenieure, aber hier den Wissenschaftler, den nehmen wir auf jeden Fall noch. Den Rest benötigen wir eigentlich nicht in dem Sinne. Dann könnten wir hier unten halt noch den Kontakt herstellen gehen. 90 Informationen. Wir haben 16. Oh, Leute. Willkommen, Commander. Dann machen wir Informationsbeschaffung. Könnten wir im Schwarzmarkt noch Informationen kaufen? Ranger berechnet neuen Kurs. Wir haben jetzt 1184 Vorräte. Das ist sehr, sehr viel. Der Markt ist offen. Kaufen. Informationen. Wo haben wir denn Informationen? Keine Informationen? Ach komm schon. Ist doch jetzt nicht wahr. Warum können wir keine... Wir könnten hier die Psionik noch beschleunigen. Oder direkt kaufen? Nein, beschleunigte Forschung. Das brauche ich nicht zwingend. Okay, also wir können nichts kaufen. Das heißt, wir gehen hier wieder ins Hauptquartier. Nein. Zum Hauptquartier verschieben, komm. Ach, das ist am selben Ort, oder was? Nein. Ich möchte hier wieder zum Hauptquartier. Denn so werden wir halt Informationen schneller sammeln. Und das benötigen wir. Das aber in einer nächsten Folge, Leute. Es ist wieder soweit. Eine Aufnahmepause. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Für den unglaublichen Support. Es macht unglaublich Spaß. Und ich glaube, langsam aber sicher bewegen wir uns hier auf das Finale zu. Denn wenn wir hier schon den Rover rüberschicken konnten, wenn wir das noch ein bisschen austüfteln und da unsere Soldaten rüberschicken können, ich glaube, es geht langsam Richtung Finale. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank. Ballert den Like-Button, das würde mir natürlich sehr, sehr helfen, mich unterstützen und mich unheimlich freuen. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao aus der Welt von Gunikon.